open sleigh. Jingle bell, ba 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 ba. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, Türchen Nummer 17, heute zusammen mit dem Justin. Hi! Hi! Wir spielen die Prognose Hannover 96 gegen Stuttgart. Zweite Liga ist heute angesagt, ich bin gespannt. Wird ein hartes Spiel, du hast gesagt, du spielst auch online das ein oder andere Mal. Leute, was ihr unbedingt machen müsst, ist rechts oben beim i bei dem Justin vorbeischauen. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ist noch relativ klein. Würde uns beide freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Gibt's ein paar krasse GTA-Videos, habe ich gerade gesehen. Das müsste ich eigentlich auf meinem Kanal auch mal wieder bringen. Wir starten rein. Let's go. So Leute, damit starten wir rein in die Prognose. Ich wünsche dir auch viel Glück. Und was würdest du sagen in echt? Also Hannover gar nicht so gut drauf die Saison. Ja, sie schlagen sich jetzt wacker in den letzten paar Spielen, aber ja, weiß ich nicht. Ich denke, dass Stuttgart besser ist, oder? Ja, finde ich auch. Also ich würde mal auf ein 3-1 für Stuttgart tippen. Was? Grün ist dein Finish. Krass. Parade. Vielleicht jetzt ein Konter. Nein. Vielleicht jetzt ein Konter fahren. Come on, da oben ist doch jemand. Ah. Wow, was macht der denn? Ich wollte zum Torwart passen. Ja, oder? Jawoll. Da ist das 1-0 für Hannover. Ich dachte erst, es wäre Abseits, deswegen bin ich auch fast gar nicht mehr gerannt. Aber es war kein Abseits. Dann kam der Torwart. Und das lässt sich der Typ nicht entgehen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber... Die Nummer 7. Ganz lässig. 1-0. Prip. 19. Minute. Der Capitano habe ich gerade gesehen. Nein. Ja, Mann. Sehr schön. Gut rausgespielt. Und jetzt ist wieder Platz. Die Konter von Hannover sind ganz, ganz, ganz gefährlich. Die Konter von Hannover. Und da ist Prip. Ah, oh, so ein Affe, Alter. Das war nix und jetzt gibt's auch mal den Konter auf der anderen Seite. Und der Torwart hat ihn. Sehr gut. Die erste richtig krasse Chance. Also du hattest schon ein paar, aber das war jetzt die allergefährlichste, sagen wir es mal so. Allein aufs Tor zugegangen. Die Laufwege waren ganz mies hier in dem Fall. Und... Oh, das ist auch ganz mies. Nein. Jawohl! Was? Yes! Nein. Irgendwie Torwart noch gestellt, den Lupfer gehalten. Nein, oder den Querpass. Ja. Und da ist es der Halbzeitpfiff, oder? Ja doch, ja. Halbzeit 1-0. 1-1 wäre verdient, würde ich sagen. Ja, jawohl, da ist der nächste Lupfer zum 2-0. Dieses Mal ist es nicht Prip, dieses Mal ist es... Ich weiß es nicht, kenne die Mannschaft nicht. Wieder der Torwart rausgeholt und das lassen sich die Hannoveraner heute nicht entgehen. Haraguchi in der 49. zum 2-0. Oh, das darf nicht wieder der Typ, der hat ihn schon wieder übers Tor geköpft. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel Glück. Natürlich hindere ich dich da auch ein bisschen an einem guten Kopfball, aber... Aber jetzt kommt Gomez, jetzt habe ich verloren. Jetzt sehe ich schon, das 2-1 ist jetzt schon... Da. Jetzt nach oben. Jawohl, der kommt an. Jetzt bin ich mal wieder vor deinem Tor. Endlich mal wieder. Und da unten, da ist Platz. Nein. Und ja. Er macht ihn nicht. Oh mein Gott. Was? Als ob. Oh, da ist Gomez. Oh, was? Ja, jetzt, also, es ist schon fällig, das Tor eigentlich. Es tut mir schon echt leid für dich. 2-0 gewinnt Hannover gegen Stuttgart zu Hause. Ja, unrealistisch ist es auch nicht, aber wobei, ich denke eigentlich schon, dass Stuttgart... Mal, gucken wir mal. Aber du hättest auf jeden Fall mehr verdient gehabt, wenn Stuttgart so mit den Chancen umgeht nachher im echten Spiel, dann... Dann wäre das auch nichts. So Leute, dann gehen wir rein in die Challenge und der liebe Justin, der darf jetzt mal anfangen. Und wir machen das natürlich wieder im Zufallsprinzip, wir machen das im Dreierprinzip. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Mal kurz erklärt hier. Oh, als ob. Galatasaray. Okay, erstmal mache ich jetzt nochmal. Mhm.
Alter. Also ich mach, glaube ich, weiter. Mal echt jetzt? Du hast immer noch einen 4-Stern. Okay, dann mache ich noch. Also ich muss auf jeden Fall weitermachen. Guckt euch das an. Chile, was ist das für ein Dreck? Warte, nochmal jetzt eine Frage. Wenn ich jetzt das nehme, und muss ich danach nochmal von den Mannschaften halt zu verlieren? Nee. Wenn du die jetzt nimmst, also du hattest jetzt Moskau, ne? Mhm. Lokomotive Moskau. Entweder du nimmst die jetzt, oder du machst nochmal. Wenn du nochmal machst, dann musst du halt die nehmen, was halt dann gerade kommen, ne? Okay, ich mach. Ja! Nein, Liga 2. es ist Northam Down. Du hast einen Stern. WTF. Nein. Okay, ich weiß nicht. Ich habe 2,5, aber ich mache auch nochmal. Scheiße. Es bleibt bei Chile. Es sind 2 Sterne, Alter. Was für Drecksmannschaften. So, Leute, und damit starten wir rein in die Challenge. Die heutige Challenge ist die Kopfbälle und Volley Challenge. Ist nicht so meine Challenge. Also, ich habe die schon ein paar Mal auf meinem Kanal gebracht und immer verloren. Das heißt, es ist jetzt eigentlich gut für dich. Jetzt kriege ich direkt schon mal eins auf die Mütze wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ich habe ein bisschen besseres Team, aber die sind beide eigentlich scheiße. So, wir müssen auf die Außen, um dann eine geile Flanke zu bringen, aber kack. Nein! Nein! Darf ich ihn jetzt direkt machen? Ja, klar. Elfmeter zählen. Aber dann, du siehst ihn doch, oder? Ja. Ja, du kannst. Okay, dann mach das aus. Entweder du machst es aus oder du machst es halt klug. Ich wollte ja nicht nach dem zweiten nach rechts machen. Jawohl, immerhin habe ich ihn dann noch halten können. So, come on now. Schon wieder verloren. Ich dachte, ich habe hier die 2-Sterne-Mannschaft, nicht du. Und jetzt nochmal. Oh! Der war gut. Das war die beste Chance. Für mich zumindest. Die erste auch, glaube ich. Upsi. Oh. Nein. Oh, scheiße, Mann. Oh mein Gott. Der war richtig gut auch genommen von dem Typen. Hätte ich nicht erwartet. Leider nicht grün getroffen. Komm jetzt. Das kann's nicht sein. Das ist wie bei dir gegen Stuttgart. Als ob er den drüber köpft. Aber jetzt kommen nochmal meine Chilenen. Jetzt kommen sie nochmal. Was war das für ein schlechter Kopfball schon wieder? Oh, ja, okay, war abseits. Oder wäre abseits. So, das ist 0-0 zur Halbzeit. Ich hatte vor der Halbzeit nochmal jetzt 1-2 Chancen. Die waren ganz gefährlich. Ey, das da traue ich, dass das nicht einer, wenigstens einer davon rein, ey. Oh, Mann, ey, wieder ein Volley. Nein. Ja, aber das, ja, das ist jetzt ein Problem. Hochlupfen und dann wieder den mit demselben Mann reinschießen. Ja. Das wäre halt eigentlich ein sicheres Tor gewesen. Ja, aber alleine. Jetzt. Come on, jawohl, endlich. Endlich, ich denke, das ist verdient. 1-0 durch einen Kopfball. Oh, 63. Spielminute, nice one. Weiter geht's. Komm, mach ihn noch. Und jetzt, die sind einfach alle 8 Meter groß, deine Typen. So, Zeitspiel machen wir nicht. Wir wollen hier am besten nochmal einen Konter machen. Am besten hier noch eins nachsetzen. Das Ding hier komplett entscheiden. Da holst du den Torwart raus. Dankeschön. Dass du mir den hier nochmal gönnst. 2-0. 1-0 wäre verdient. Du hattest auch einige Chancen. Hast den Elfmeter auch vergeigt. Aber nach dem Elfmeter hatte auch ich ein paar ganz gefährliche. Das war's. Das ist das 2-0 für mich. Ich kann das Spiel hier gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst euch total, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 18. Schaut beim Justin vorbei, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.